Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team John Hess und grüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe von Frag den Sammler. Ich hatte mal wieder Lust auf ein gutes Q&A als kleines Bonusvideo und ich habe euch dementsprechend auf Twitter, beziehungsweise auf X, wie es jetzt heißt, ach Gott, ich hasse Elon Musk so sehr dafür, und auf YouTube nach ein paar Fragen halt gebeten. Es sind nicht so viele bei rumgekommen, so ermaßen. Aber die bei rumkommen, werde ich jetzt auch mal ansprechen. Nach 4 Tagen sind halt auf Twitter 8 Fragen, also 8 Antworten zusammengekommen. Fangen wir erstmal an mit der Frage zu Manga-Ecke, dem Shop, mit dem ich ja zuvor auch eine Kooperation hatte. Das wird kurz hier Werbung, klar. Falls die Frage zu deinem Content passt, mich würde interessieren, ob du auch Serienfilme, also nicht Animes, aus Japan, Korea, China magst. Ab und an sind die schauspielerisch einem Anime doch recht ähnlich oder siehst du das ganz anders? Ich bin tatsächlich kaum ein Serientyp, also Serien, nein, schaue ich fast gar nicht, egal ob nun westlich, asiatisch, ich gucke ja auch kaum Anime noch. Allerdings muss ich gestehen, Filme sind schon was, das gucke ich von Zeit zu Zeit gern, weil da auch einfach nicht so dieses Verpflichtheitsgefühl dabei ist, wenn du mal angefangen hast. Über mehrere Staffeln dann gegebenenfalls, sondern das viele in sich abgeschlossen. Japanische Serien und so ähnlich fallen dadurch weg. Allerdings, ich bin tatsächlich der Auffassung, ich würde gern das koreanische Kino mehr erleben. Chinesische Kino habe ich tatsächlich gar keine Berührungspunkte bislang gehabt, auch mit Serien null. Japanisches Kino-Live-Action-Gedöns auch fast nichts. Bis auf halt Live-Action-Adaption, die halt von, naja, bis hin zu ganz nett gehen. Unter anderem, weil ich tatsächlich finde, das, was in Anime funktioniert, funktioniert nicht in einem Real-Life-Film. Punkt. Und man versucht dann halt bei diesen Live-Action-Adaptionen immer so diesen Charme des Anime-Manga einzufangen. Das klappt oft nicht gut. Ich war allerdings tatsächlich auch angetan von Ghost in the Shell, wobei das ja ein westlicher Film war, nur eben auf einer japanischen IP basierte. Jedoch, gerade koreanisches Kino, bin ich sehr neugierig. Ich habe 2 Filme bislang gesehen. Zum einen Oldboy, wo ja auch viele sagen, boah, schau Oldboy, Oldboy ist so geil. Verstehe ich tatsächlich nicht ganz. Also der Twist, gerade am Ende und Co., richtig geil, aber für mich ist die Narrative zu experimentell und zu seltsam. Das hat mich leider nicht abgeholt, aber warum ich Bock habe auf koreanisches Kino, denn, ja, Hit schlechthin der letzten Jahre, Parasite. Der Film war so geil, dass ich allein von dem, ja, Regisseur mehr reinziehen will. Also koreanisches Kino, die Koreaner können was. Und was ich auch so mitbekommen habe, das koreanische Kino ist so ein wenig die Hoffnung, dass das ganze, das Erlebnis-Kino weiterhin besteht. Denn wenn ich mir angucke, was aus dem Westen kommt, gerade Amerika kannst du vergessen. Man hat nur das Gefühl, ja, es werden irgendwelche neuen IPs versucht zu etablieren. Mit 1, 2 Ausnahmen mal. Alles braucht ein Sequel. Alles braucht ein Spin-off. Bleib mir weg mit Marvel und DC und ähnliches. Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen. Bis auf Animationsdinger, das ist aber nochmal was anderes. Aber selbst auch bei Animationsdingern wird sich so viel einfach nicht mehr getraut. Kino stirbt. Und ich hoffe so sehr, dass die Japaner und die Koreaner unsere Rettung sind und auch die Chinesen. Und ja, dann von Lumi DX Soul. Die Frage: Seit wann sammelst du Manga? Was war dein erster Manga-Anime? Wie alt bist du? Bester Manga-Anime all time? Die Frage kommt, glaube ich, gefühlt in jeder. Fragt den Sammler-Ausgabe. Ich beantworte es gerne nochmal. Seit wann sammelst du Manga? 2011, 2012 herum. Mein erster Manga war tatsächlich Naruto 20 Jahre Carlsen Edition, deswegen kann ich es auch relativ gut zuordnen, wann ich angefangen habe. Ich bin nämlich eigentlich kein Mensch, der sich Daten merkt. Mein erster Anime, wahrscheinlich, also erst Anime gesehen, sowas wie Dragon Ball gekauft, keine Ahnung. Ich sammle auch Anime, um erst nicht mehr groß auf Blu-ray, bis auf 1, 2 englische Blu-rays von sehr alten Serien, die niemals auf einem Streaming-Dienst erscheinen werden, weil es keinen juckt. Wie alt bist du? 26 Jahre alt, werde dieses Jahr im Oktober 27. Ich bin ein alter Sack. Und ich wurde schon auf Anfang bis Ende 30 geschätzt. Ne, Johnny? Also Johnnys Freundin. Danke. Ne?
hat überhaupt nicht meinen Stolz gekränkt und so, nein, nein, nein. Und bester Manga Anime All Time, Mysterious Girlfriend X, für mich persönlich. Es gibt nicht den einen Anime-Manga, aber es ist halt mein Lieblingsmanga. Und dazu habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich es unten. Wenn nicht, schaut einfach auf meinem Kanal Mysterious Girlfriend X, dann findet ihr es schon. Dann der Jute Robert, aka Roseraph 444, hat gefragt, was gibt ihr Mysterious Girlfriend X, was andere Manga die nicht geben? Und das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Mysterious Girlfriend X hat ist eine Mischung aus vielen Aspekten. Zum einen, es hat für mich eine gewisse Nostalgie, weil ich damals den Anime durch Zufall auf total legalen Anime-Seiten entdeckt habe. Und mich hat das Werk halt in seinen Bann gezogen. Es ist ein anderes Gefühl von Nostalgie. Denn zumaßen bei Nostalgie denken einige halt sofort, ja, Kindheit, das, was man mit 6, 7 Jahren geschaut hat. Allerdings, da war ich ein Teenager und auch Teenager-Erfahrungen sind für mich inzwischen nostalgisch. Ich bin fucking 26. Dementsprechend kommt das dazu. Dazu hat der Anime und auch Manga so dieses gewisse Etwas. Es ist eigen, es sticht aus der Masse hervor, dass halt einfach dieses, ja, Mysteriöse und dieses auch Seltsame an dem Werk, wofür Richie Ueshiba bekannt ist, es zieht mich immer wieder zu diesem Autor hin. Das Artwork ist individuell. Der Autor schafft es einfach, mich, egal welcher Manga ich bislang von ihm gelesen habe, es zieht mich zu ihm hin und ich kann nicht loslassen. Und gerade Mysterious Girlfriend X ist für mich auch das beste Werk davon. Es war vielleicht auch zumaßen ein bisschen voreingenommen, dadurch, dass ich als erstes von ihm konsumiert habe, aber Gott, allein Urabe, allein fucking Urabe, dem Anime im japanischen Original, so eine geile Stimme hat. Die Synchronsprecherin war eigentlich, glaube ich, eine Sängerin, die hat danach nie wieder was synchronisiert, die hat nur Urabe gesprochen. Danach war meines Wissens nach nie wieder eine Anime-Rolle. Und allein dadurch hat Urabe halt nochmal sowas ganz Eigenes, weil viele Stimmen erkennst du nach einigen Jahren halt wieder. Also zu meiner Zeit, als ich mit Anime angefangen habe, war zum Beispiel hier die Königin der Tsunderes eine, die man immer rausgehört hat. Also zum Beispiel die hinter Tiger von Toradora steckte, Shana aus Shakugan no Shana, hier Louise bla 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 oder wie sie hieß aus Zero no Tsukaima. Und das hast du halt bei Urabe nicht. Die Stimme ist individuell Urabe. Und Urabe als Hauptcharakterin fängt auch perfekt diesen Charme ein von der ersten Freundin, die ist mysteriös und ist... Ich kann dieses Werk einfach nur lieben. Es ist nicht für jeden was. Auch objektiv ist es wahrscheinlich für mal, es sind keine 10, aber ich liebe das einfach. Dann der echte Gintaro fragt, was findest du besser? Kurz- oder langlebige Anime? Schwierig. Zu meiner Anime-Zeit hätte ich auf jeden Fall gesagt, langlebig. Weil, warum bin ich Manga-Leser geworden? In erster Linie, weil es mich irgendwann abgefuckt hat, dass die meisten Anime-Adaptionen nach einer Staffel vorbei sind. Obwohl es richtig geil ist. Das hat natürlich den Hintergrund, dass in Japan die in Anime vor allem dazu zu 99% Manga zu promoten. Das sieht man dann auch in den Verkaufszahlen, auch im deutschen Raum. Siehe nur Oshinoko, wo irgendwie durch den Anime ein Marktwachstum von 900% oder so, Verkaufswachstum von 900% war es irgendwas. Ich musste im Interview nochmal, auf jeden Fall ordentlich Wachstum. Und nur vereinzelt, wenn ein Anime eben riesig wird, kriegt er mehrere Staffeln. Wobei man sagen muss, mehr als 2 schon oft eher selten sind. Dementsprechend hätte ich früher tatsächlich gesagt, langlebige Anime. Heutzutage bin ich eher ein Fan vom Kurzen. In der Kürze liegt die Würze, sagt man doch, glaube ich. Was weiß ich. Ich bin kein Sprachexperte. Und am liebsten sind mir halt tatsächlich einfach Original-Anime. Gerade zum Beispiel Studio Trigger mit Kill la Kill, Little Witch Academia, Brand New Animal. Wenn ich noch fertig gucken muss, ich muss auch Kill la Kill tatsächlich noch fertig gucken. Aber sowas spricht mich eher an, wo es eben kein Basiswerk gibt. Und man denkt, ja okay, ich schaue mir jetzt die Staffel und danach habe ich Bock, das Werk zu lesen. Und oh, haha, Mensch, es gibt keinen deutschen oder englischen Release. Geil. Und tatsächlich, wenn ich Anime gucke, heutzutage vor allem Anime-Filme. Weil es einfach nicht diese Verpflichtung hat, dass du dann denkst, oh, neue Staffel, ich muss weiter gucken, sonst werde ich gespoilert. Oh nein! Ich würde tatsächlich sagen, sowohl kurze als auch lange Anime haben jeweils ihre Vorteile und ich verstehe beide
Partei. Dann GB Kira fragt, hast du 5 Seconds to Death gelesen? Falls ja, wie findest du ihn? Nein, habe ich nicht gelesen. Ich weiß von ihm, aber ich... Ne, keine Meinung zu. Dann Sörens Anime Talk fragt, Meinung zu Rito of a Healer bzw. High School DD? Ich verstehe es beziehungsweise nicht, weil tatsächlich Rito of a Healer und High School DD sind ja doch nochmal sehr unterschiedliche Werke. Rito of a Healer nie gesehen. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht in den Manga reinzulesen. Da gibt es ja gewisse Wege. Total egal, ne? Klar. Weil ich an sich so Tabu, so Schock-Anime interessant finde. Weil natürlich, Rito of a Healer will schockieren. Und gleichzeitig denke ich mir halt immer so, ja, das ist halt Fiktion. Fiktion darf auch schocken. Dann ist der Hauptcharakter vielleicht ein Vergewaltiger. Na und? Ich kenne genug Anime-Manga mit sowas. Und ich habe auch genug Hentai schon gesehen, die deutlich extremer sind. Und ich finde diesen ganzen Schock-Talk rund um Rito of a Healer lächerlich, um ehrlich zu sein. Weil das war einfach so ein Fall aller Casuals, sind in Kontakt mit dem gekommen, was Anime halt auch ist. Und ich finde es nicht verwerflich. Ich finde es auch nicht verwerflich, Rito of a Healer zu mögen. Dann komm mir jetzt bitte nicht damit, ja, was sagt das denn über eine Person aus? Gar nichts. Ganz ehrlich, das ist, die Rito of a Healer Debatte war für mich genauso wie damals, ist dasselbe wie mit der Killerspiele Debatte. Oh, du spielst Ballerspiele, ja, dann bist du potenzieller Amokläufer. Oh, du magst Rito of a Healer, ja, dann bist du ein potenzieller Vergewaltiger. Bullshit. Und selbst wenn jemand darin vielleicht einen gewissen sexuelle Erregung sieht, na und? So what? Solange niemand zu Schaden kommt, was interessiert es einen, wozu sich wer anders einen verkeult? Na und? Und das ist das gleiche auch High School DD. High School DD ist ja deutlich sanfter und zumaßen die Story von High School DD ist geil. Ich habe ja auch eine Rias Gremory-Figur, wo man den BH ausziehen kann. Aber ja, wahrscheinlich allein dadurch wird meine Meinung in den Augen von Kritikern von dieser Art Werken invalide sein. So, sorry für den kleinen Cut. Mein Akku ist nach 4-5 Stunden Daueraufnehmen leider ein wenig leer gegangen. Okay, 4-5 Stunden, vielleicht betrifft auch noch ein paar Stunden Aufnahme, war der dann leider doch leer. Also, ja, nicht wundern, ich war in der Zwischenzeit duschen. Also, warum die Haare etwas anders aussehen. Machen wir allerdings weiter. Ja, wir hatten ja aufgehört bei Sörens Anime Talk mit High School DD. Wie gesagt, verstehe, High School DD finde ich absolut nicht kontrovers. Also, Rito of a Healer, klar, ja, aber High School DD, come on. Das ist ein bisschen Fanservice, ein paar Titten, mehr nicht. Das Problematischste, was mich spontan einfiel, ich habe halt die ersten drei Staffeln gesehen, ich muss die vierte mal gucken, aber das ist ein neuer Artstil, wären die Loli-Charaktere. Und Loli ist für mich das, ist dasselbe Spiel mit Rito of a Healer. I don't fucking care. Und dann machen wir weiter mit GB Kira. Der fragt, sollte es mit Danny Books weiterhin so schlecht laufen und alle Lizenzen verloren gehen? Wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist. Bei welchem Verlag würdest du die Lizenzen dann gerne sehen? Das war tatsächlich, also die Frage habe ich natürlich im Vorfeld schon gesehen, eine schwierige Frage für mich. Denn ich muss sagen, ich bin inzwischen mit sehr, 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 sehr vielen deutschen Verlagen unzufrieden. Weil man bei vielen einfach merkt, dass immer weniger das Thema Leidenschaft und Liebe eine Rolle spielt für das, was man eben verkauft, und mehr einfach nur noch der Profit. Es gibt vereinzelt Ausnahmen. Es gibt auch bei vielen Verlagen immer noch gewisse Herzensprojekte. Siehe Tokyopop mit Dance 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 Soul zum Beispiel. Das ist eindeutig kein Projekt gewesen, wo sich ein Tokyopop Massen, also Tausende von Sales und ähnliches erhofft hat. Das brauchen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren. Klar. Aber wenn ich mir so die Programme angucke, fehlt es mir bei einigen Verlagen halt oft an einem gewissen Qualitätsstandard, das falsche Wort, aber so eine gewisse Liebe dazu. Ich weiß, dazu kommt gleich nämlich auch eine andere Frage noch. Und natürlich würde ich sowas wie Mysterious Girl von X super gerne im Großformat dann zum Beispiel bei einem Manga-Kult sehen. Aber auch ein Manga-Kult hat mir in letzter Zeit durchaus vereinzelt Entscheidungen getroffen, die ich als sehr fragwürdig empfinde. Siehe zum Beispiel ein Welcome Back Alice, warum man da auch auf einmal diese Vornamensschiene gefahren ist.
Oder, gut, sie hatten schon immer hier und da mal so ein paar Momente. Aber das ist wegen Bayerstar da auch tatsächlich ein bisschen vorsichtig. Natürlich Großformat wäre super sexy, aber für die Mangel, die mich dann halt interessieren würden bei Jano, was tatsächlich nicht wenige sind. Siehe Akutsu-san hieß es, meine ich. Und auch Mysterious Girl von X, klar. Kobayashi's Dragon Maid auf jeden Fall auch. Nagatoro. Wollte ich tatsächlich sagen, Dokiko. Von Max. Und ja, ich bin halt ehrlich, ich kenne Max persönlich und er hat halt genau dieselben Ansprüche an eine Übersetzung und ähnliches, wie ich sie habe. Suffix werden beibehalten. Mit The Girl I Like for Gutter Glasses hat er auch gezeigt, hey, die deutsche Ausgabe hat Farbseiten, die in der japanischen nicht enthalten sind. Also er gibt sich da wirklich Mühe. Und ich weiß, dass er da wirklich mit Herzen dran ist. Und ich vertraue meinem Lieblingsmanga halt einfach jemanden an, am liebsten an, den ich persönlich kenne. Und ich kenne Max nun seit, oh Gott, Max, wie viele Jahre kennen wir uns schon? Ich glaube zu viele. Nein, Spaß, aber wir kennen uns schon einige Jahre und wir haben oft unsere Meinungsverschiedenheiten gehabt. Aber ich würde ihm tatsächlich am ehesten den Manga anvertrauen. Da, ja, gut, der andere Verlag, wo ich mir spontan Leidenschaft vorstellen kann, also halt weiß auch, ist Manlin und die sind halt, naja, auf chinesische Comics, also Manhua, spezialisiert. Dementsprechend würden die hier einfach aushören. Ansonsten, wenn die auch mal bei Manga einsteigen würden, auf jeden Fall auch ganz klar. Ich bin ja mit der Lisa befreundet und deren Qualität ist wie mit Dokiko. Sehr, sehr gute Qualität für deutsche Standards. Ach ja. Und dann noch die letzte Frage von Twitter. Dann kommen wir auch schon zu den YouTube-Fragen. Von SonLeon7-2. Was ist dein Lieblings-Urasawa-Werk? Ich muss hier ein Geständnis ablegen. Ich habe kaum Urasawa-Werke gelesen. Ich weiß. Schocker! Das Problem ist mit Urasawa-Werken nahezu jede deutscher Release von Urasawa wird unnötig teuer gemacht. Es gibt keine günstigen Releases davon. Also das günstigste aktuell ist Asadora. Der gefiel mir auch sehr gut, also den ersten Band zumindest, den ich gelesen habe. Ich müsste ihn mal wieder weitersammeln. Aber es war für mich nie ein Titel, wo ich gedacht habe, boah, ich brauche jetzt sofort den nächsten Band und ähnliches. Ansonsten, ich habe Pluto hier allerdings noch nicht gelesen. Dementsprechend, ich habe effektiv einen Manga von Urasawa komplett gelesen, das ist Monster, also muss ich hier Monster sagen. Ich meine, der Manga war super. Ein, zwei zähe Momente, ja. Über das Ende lässt sich streiten, aber ja, ich muss hier mit dem Klassiker gehen. Ich habe aber vor, ja, in Zukunft irgendwann mal Urasawa richtig nachzuholen. Wie gesagt, in ein paar Jahren. Mal schauen, wann das ist. Ach ja, und ja, jetzt switchen wir halt noch zu YouTube, weil natürlich auch da im Community-Tab, schaut unbedingt immer in den Community-Tab rein, sind fünf Fragen scheinbar bei rumgekommen. Und zwar erstmal von @blackcolong. Mich würde in Folgendes interessieren: deine Top 3 Kritikpunkte, Top 3 generellen Wünsche, Top 3 Titelwünsche und Top 3 Neuauflagenwünsche an die deutschen Verlage. Das ist halt genau das mit Kritikpunkten und generelle Wünsche, finde ich. Ja, die generellen Wünsche sind diese Kritikpunkte halt mal zu beheben. Ganz klar, erstens, bitte, bitte, bitte behandelt Manga wieder wie Kunstwerke, also wie Kunst. Ich habe inzwischen so oft das Gefühl, dass Manga von den Verlagen selber so ein bisschen gehandhabt werden, wie sie früher vielleicht wahrgenommen wurden. Sprich, ach, originalgetreue Übersetzung. Egal, Zensur. Egal, okay, Zensur zu ermaßen ist in letzter Zeit meines Wissens noch nicht vorgekommen. Also, letzte Zensur liegt, keine Ahnung, 2 Jahre her, aber trotzdem. Same, same, but different. Keine unnötigen Lokalisierungen. Ich bin nach wie vor absolut kein Freund von Lokalisierungen. Und ich finde, wenn halt im Original irgendeine chinesische Kultur aufgegriffen wird, oder eine japanische Kultur, oder eine koreanische Kultur, oder was auch immer, dann hat das so auch in der deutschen Übersetzung halt rübergebracht zu werden. Ich möchte dann keine deutsche. Ich meine, okay, deutsche Redewendungen sind noch am ehesten akzeptabel, ja. Aber
ich will dann halt Notes. Ich will dann halt erklärt werden, was hat es mit diesem Kontext zu tun. Bestes Beispiel, die große Vornamen- und Nachnamendebatte. Ich weiß, den meisten Leuten ist es scheißegal, ob die sich mit Vornamen oder Nachnamen ansprechen. Für mich ist das halt einfach respektlos eben der japanischen Kultur auch gegenüber irgendwo. Ich weiß, das klingt jetzt enorm überdramatisiert. Ja, das mag auch sein. Ich dramatisiere gerne, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Aber um es halt einfach mal zu verdeutlichen: Es ist so ein großer Teil der Kultur, der in so vielen Manga eben eine wichtige Rolle spielt. Wie viele Romcom-Manga haben das Kapitel: Oh mein Gott, er hat mich zum ersten Mal mit dem Vornamen angesprochen. Und das kannst du halt im Deutschen dann nicht rüberbringen, wenn die deutschen Verlage drauf bestehen: Nee, hier sprechen sie sich jetzt mit dem Vornamen an. Das fand ich bei Welcome Back Alice scheiße. Es wird halt, das finde ich bei jedem Crunchyroll-Manga scheiße. Ich finde es scheiße, dass Hayabusa damit auch teilweise anfängt. Siehe Alice in Borderland war es, meine ich, wo das betroffen ist. Ich finde, es ist einfach respektlos dem Kunstwerk gegenüber. Weil das ist eben ein Aspekt, den kannst du vermeiden. Es gibt, in einer Übersetzung geht immer was verloren. Klar. Allerdings, wenn du was vermeiden kannst, dann vermeid es auch. Und komm mir nicht mit irgendwelchen bescheuerten Marketingbegründungen, warum man vielleicht das und das jetzt abändert. Denn wenn du für Marketing ein Kunstwerk abänderst, dann verliere ich irgendwo Respekt vor dir, also vor einem Unternehmen. Also sei es nun Carlsen, die zum Beispiel Osamu Tezuka-Werke spiegeln immer noch, weil ja, das kannst du besser an Graphic Novel Leser vermarkten. Da würde ich mich als Graphic Novel Leser verarscht vorkommen. Also, like, auch als Graphic Novel Leser willst du es originalgetreu haben, würde ich einfach mal behaupten. Und als Manga Leser fühle ich mich erst recht verarscht, so fies das auch klingen mag, wenn einer der bedeutendsten Mangaka aller Zeit, Osamu freaking Tezuka, so behandelt wird. Ich finde es respektlos. Oder halt, wie gesagt, Crunchyroll mit den Vornamen. Hayabusa ja auch inzwischen mit den Vornamen. Die Zensurvorfälle in der Vergangenheit bei zum Beispiel Eggman, Ultraverse, Carlsen. Wer hat noch alles zensiert? Tokyopop hat ein Kapitel mal rausgeschnitten, das weiß ich. Das war aber rechtlich wohl dann auch echt sehr schwierig. Und das. Man sich. Na. Aber Tokyopop hat gar nicht so viel zensiert, glaube ich. Eigentlich schon ein Pluspunkt für die. Aber halt sowas, bitte. Behandelt Manga mehr als die Kunst, die sie halt wirklich sind. Natürlich, sie werden in Japan en masse produziert. Trotzdem sind sie Kunst. Und ich bitte auch euch Sammler und Sammlerinnen. Ich will euch hier nicht meine Meinung aufdrängen, um Gottes Willen. Jeder kann seine Meinung eigen haben. Ich weiß, vielen ist es egal. Trotzdem bitte ich euch vielleicht über das, was ich gerade eben gesagt habe, warum ich eben diese Abänderung als so Störfaktoren empfinde und eben als eine gewisse Respektlosigkeit, einfach auch mal drüber nachzudenken. Ihr müsst dieser Meinung danach nicht teilen. Es würde mich persönlich einfach nur freuen. Ja, und dann Neuauflagenwünsche und Lizenzwünsche. Lizenzwünsche, die Liste ist zu lang. Das ist einfach freaking zu lang. Ich kann natürlich jetzt so Standardantwort sagen wie Kingdom. Und Neuauflagen. Ich meine, ich hatte mal ein komplettes Video dazu gemacht. Ein paar sind davon ja inzwischen auch gekommen. Nice. Aber ansonsten, boah, wozu würde ich mir alles eine Neuauflage wünschen? Halt, klar, frühen 2000er hatten einige geile Titel, die kriegst du heutzutage kaum noch für faire Preise. Vorne voran, oh mein Gottes, ganz klar, oh mein Gottes, wir brauchen eine Neuauflage. Yu-Gi-Oh! Gibt es ja inzwischen, Gott sei Dank, eine. Nahezu halt eigentlich jeder Eggman-Manga aus so Anfang 2000 bis 2008, 9 herum. Adekan. Um etwas aktuelleres Beispiel zu nennen. Die Liste ist so lang. Die Liste ist so lang. Für mich gibt es da keine Top 3. Sorry für die vielleicht enttäuschende Antwort. Dann von @kiritogaki L3331.
Wo ich bei Ray zuerst gedacht habe, das wäre Abdul gewesen, weil SAO-Profilbild. Und ich meine, er hätte auch mal so ein Profilbild gehabt. Ja, hätte sogar zwei Fragen, XD. Wenn du selber ein Manga machen würdest, was für einer wäre das? Also Story- und Genre-technisch. Zweitens, was für Hobbys hast du sonst noch? PS, super Videos, mach bitte weiter so. Vielen Dank. Wenn ich einen Manga selber machen würde, Story- und Genre-technisch. Genre-Fantasy. Ich liebe Fantasy über alles und finde, auch wenn man ein Fantasy-Genre nicht neu erfindet, ich habe immer Spaß an einem Fantasy-Manga. Ich finde immer irgendwie was, was geil daran ist. Deswegen auf jeden Fall so klassisches Fantasy, vielleicht mit ein paar Ideen, vielleicht Fantasy-Setting trifft auf Technologie oder ähnliches. Sowas halt und eine Story. da hätte ich zu viele Ideen. Aber ja, ich hoffe, die Antwort ist befriedigend genug. Halt so Fantasy mit ein bisschen Action, würde ich sagen. Ja, doch, das ist so meine liebste Kombi und vor allem Magie. Ich liebe Magie und will diese auch schön spektakulär haben. Ich meine, von Zeit zu Zeit ist es auch mal ein bisschen angenehm, was mehr rudimentäres, à la Record of Lodoss War zum Beispiel, zu lesen. Aber ich mag einfach Magie und die Ideen. Sei es nun in einem Atelier of Witches, sei es nun in Magister Negi Magi. Magie ist, finde ich, immer noch für mich das, was mich selbst jetzt Jahre später immer noch unfassbar fasziniert. Und dann die zweite Frage, was für Hobbys habe ich sonst noch? Ja, als jemand mit ADHS habe ich in der Vergangenheit schon ziemlich viele Hobbys angefangen und nicht zu Ende gebracht. Ups. Dementsprechend, ja, ich zock vereinzelt gerne, hauptsächlich Pokémon und manchmal Xenoverse 2 und immer mal wieder ein bisschen Call of Duty, weil ja, Teenager, Nostalgie, da so ein bisschen kickt. Also Pubertätsnostalgie. Ja, das gibt's bei mir. Ansonsten habe ich mich tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen reingefuchst in RPG Maker XP, weil ich an einem eigenen Pokémon-Spiel arbeite. Komme nur sehr schleppend voran, weil find mal die Zeit, es dauert, es frisst halt viel Zeit. Also ja, und ich mach's halt so nebenbei ganz gerne mal. Ansonsten tatsächlich hobbytechnisch vor allem eins, Klemmbausteine. Ich liebe Klemmbausteine. Wichtig, Klemmbausteine, nicht zwingend Lego, weil das schwedische Unternehmen, was schwedisch? Ich meine ja, ne? Ist ja einfach nur überteuert und teilweise liefern sie absolute Frechheiten ab. Also ja, sorry, wer im Jahre 2023 immer noch darauf besteht, ja, Lego ist the King und Alternativhersteller, nee, sorry, der ist verblendet. So fies das auch klingt mal. Sei es nun bei deutschen Herstellern, inzwischen auch Blue Bricks mit so geilen Sets, aber auch die ganzen chinesischen Hersteller, sei es Mold King. Oh mein Gott. Und natürlich gibt es auch aus China immer noch viele Knock-Off-Dinger, ja. Aber halt auch so viele, so kreative Ideen mit so viel kreativen Bauen und einfach für so einen viel besseren Teilepreis. Ihr sagt, Legos Teilepreis ist. Nee. Also, sorry, da musst du halt echt super duper reich sein, um dir Lego die großen Sets leisten zu können. Das ist eine Frechheit, finde ich, was da teilweise für Preise verlangen werden. Gerade City-Sets. Oh mein Gott, nein. Und die sind dann halt nicht mal gut. Dementsprechend. An sich, Klemmbausteine, großes, großes Hobby von mir, was ich auch konstant immer wieder aufgreife. Würde es auch jedem empfehlen. Nur halt schaut bei Alternativherstellern, schaut nicht nach Lego. Das Einzige, was bei Lego wirklich geil sind, sind die Minifiguren und selbst da haben sie qualitativ in letzter Zeit ein wenig nachgelassen, leider Gottes. Dann von Hase Theresa 3638, machst du nochmal ein Manga-Sammlungsvideo? Ja, irgendwann. Ich finde die Zeit nicht. Ich hatte letztlich Zeit, dann habe ich es irgendwie verpennt und ja, ich bin ein Idiot, okay? Dann, wie alt bist du? Hatte ich eben schon. 26. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Sherrox. Seit ich es damals für einen Platin-Run benutzt habe. Bis heute weg absolutes Lieblings-Pokémon. Und trotzdem das einzig richtig coole Pokémon meinen Lieblingen. Also meine anderen Lieblings-Pokémon sind sowas wie Wolli, Voltilam, Filinara. Oh Gott. Dann tatsächlich Unratütox, ich weiß, sehr interessanter Pick von mir. Ich liebe inzwischen vor allem süße Pokémon. Nicht mehr die cool. Nee,
die tun es nicht mehr für mich. Xerox ist dann tatsächlich eine Ausnahme. Aber umso süßer ein Pokémon ist, umso besser finde ich es tatsächlich dann meistens. Dann, als was oder wer würdest du gerne wiedergeboren werden? Ganz ehrlich, ich würde am liebsten Isekai werden. Also, so klassische Fantasy-Welt. Ich habe dir eben gesagt, ich habe eine Schwäche für Magie und das wäre... Ah, das wäre geil. Ansonsten, wenn es halt in unserer Welt sein müsste... Gut, als Japaner würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen klischeehaft klingen. Sondern ich würde tatsächlich, wenn ich wiedergeboren werden würde, auch wenn ich tatsächlich eher an das Leben nach dem Tod glaube, aber gut, das ist, jeder hat seine eigene Überzeugung, was danach passiert. Und jedenfalls, wenn ich wiedergeboren werden würde, würde ich tatsächlich am liebsten in einer anderen Kultur wiedergeboren werden. Einerseits, ich mag das deutsche Mindset oft nicht. Deutschland ist ein Land voller Probleme, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Die Kultur ist tatsächlich auch nichts, was ich so prickelnd finde. Und es gibt auf der Welt so viele spannende Kulturen. Ich würde sie am liebsten alle erleben. Nur dafür ist das Leben leider zu kurz. Es sei denn, darauf hoffe ich, dass in den nächsten, ich meine, gut, ich bin 26, ja, 86 erreiche ich locker, in den nächsten 60 Jahren irgendwie Unsterblichkeit möglich wird. ja, das wäre, ich will einfach nur Kultur erleben. Ich will Kultur erleben und es muss nicht mal asiatische Kulturen sein. Sei es Schweden, sei es die Niederlande auch. Sei es Italien, sei es Spanien, all diese Kulturen, Mexiko. Ich würde sie am liebsten alle kennenlernen und studieren. Dann @track98xo. Sortierst du deine Manga auch aus, wenn eine Manga-Reihe dir nicht gefällt? Wie oft sortierst du deine Manga aus? Wenn ich sie komplett habe, dann behalte ich sie tatsächlich, weil ich halt irgendwo auch mal noch ein Sammler bin. Ich bin nicht der Überzeugung, ich brauche... Ein Manga, der mir nicht gefallen hat, der hat keinen Platz in meiner Sammlung, sondern ich sammle durchaus auch gewisse Reihen, die mir vielleicht letzten Endes nicht so gefallen haben. Da gibt es genug Beispiele auch. Also zum Beispiel hier Abendgirls, der war nicht gut. Ich habe zwar auch einen Softspot für den, aber der wird trotzdem in meiner Sammlung bleiben. Wenn ich hingegen allerdings Band 1 gelesen habe und halt da realisiert habe, Gott, nein, das ist schlimm. Und ich eben absolut keinen Anreiz sehe, den irgendwie, irgendwann nochmal weiter zu sammeln, dann fliegt er. Dann fliegt er tatsächlich. Wie oft das passiert? Ja. So oft, wie es halt sehr negativ ausfallende Ersteindrücke gibt, ne? Also, ich finde, da gibt es keinen gewissen Rhythmus bei mir. Dann zweitens, hörst du gerne Musik? Wenn ja, welche Genre? Erstens, wer hört nicht gern Musik? Also, ich weiß nicht, ob es mir so geht, aber ich finde Menschen suspekt, die mir halt sagen, sie hören nicht gerne Musik, aber gut. Wenn ihr nicht gerne Musik hört, schreibt mir gerne mal, warum. Und genretechnisch, früher vor allem sehr viel Rock, auch heutzutage noch sehr viel Rock, sei es nun amerikanischer Rock, neue deutsche Härte, auch manchmal ein bisschen noch Klassik zu aller Ärzte, wobei da habe ich mich ein bisschen überhört. Allerdings von Zeit zu Zeit auch Pop, die Klassiker, was in den Charts sogar ganz gut ankommt, magisch allgemein. Nicht jedes Lied, aber da gibt es so vereinzelt Sachen, die, halt so Sachen, die man auch mal gut mitsingen kann. Laune, so schön peppig. Und tatsächlich, worauf ich in letzter Zeit in Geschmack gekommen bin, spanische Musik. Ich finde spanische Musik richtig geil. Ich liebe die spanische Sprache, ich lerne sie ja aktuell auch. Und ich höre auch tatsächlich gerne spanische Musik. Und ja. Das sind so meine Lieblingsgenre. Ich weiß, einige hätten vielleicht bei mir mit J-Pop oder ähnliches gerechnet oder K-Pop oder sonst was. Ich muss sagen, ich bin beim besten Willen kein Fan von J-Pop. Ich liebe die japanische Sprache, ja, aber ich mag die japanische Musik tatsächlich nicht. Nee, also es gibt vereinzelte Lieder, die mag ich, ja, aber so im Großen und Ganzen ist es tatsächlich musikalisch nicht mein Genre. Dann drittens, bist du Single oder in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung mit meiner Freundin Patty, die auch schon vermehrt in Videos zumindest zu hören war. Wie viel Geld gibst du durchschnittlich pro Monat für Manga aus?
Mein Budget pro Monat liegt so bei 200 bis 250 Tacken aktuell, weil ich halt im Anerkennungsjahr für meine Heilerziehungspflegeausbildung bin. Deswegen auch nicht so viel Geld zur Verfügung habe. Wenn ich mal Vollzeit arbeite und gegebenenfalls auch ein noch höheres Gehalt habe, könnte es sein, dass es vielleicht steigt. Abwarten. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Herbst, ganz klar, ich bin im Herbst geboren. Ich liebe es, wenn es regnet. Ich liebe es, wenn es kalt ist. Ich liebe es, wenn es uselig ist. Ich hasse den Sommer mehr als alles andere. Ich hasse Wärme. Bäh. Dann, was machst du außerhalb von Manga und Anime in deiner Freizeit? Erstens, Anime zählt tatsächlich kaum zu meiner Freizeit dazu. Pokémon, Shiny Hunten und Kleinbausteine, wie eben schon erwähnt. Das sind so doch die Sachen, die ich am meisten wahrnehme. Und vereinzelt mal ein bisschen ins Kino, aber Kino ist halt gerade in letzter Zeit schweineteuer geworden. Yay! Zweitens, bist du dieses Jahr auf irgendeiner Anime- und Manga-Convention dabei? Und wenn ja, welche denn? Ich bin auf dieses Jahr auf jeden Fall noch auf einer Convention, und zwar die Konichi. Dort auch als Presse. Also ich habe mich akkreditieren lassen. Muss ich mal schauen. Muss ich Videos, die ich, wenn ich einen Presseausweis habe, muss ich das auch als Dauerwerbesendung markieren? Fällt mir gerade mal so ein, weil ich ja so gesehen kostenlos das Ticket zur Verfügung gestellt bekommen habe. Andererseits ist es halt... Ja. Da muss ich mich mal reinlesen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auf der Konichi. Freue ich mich auch sehr drauf. Scheinen sehr, sehr nette Leute da zu sein. Ja. Konichi. Und dann noch von Age of Autumn 1993. Hast du den Manga, die Serie Alice in Borderland gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß, dadurch ist sie erst sehr beliebt geworden. Gelesen auch noch nicht. Ich habe allerdings den englischen Release bis Band 3 hier. Ich muss auch dann wieder weiterkaufen oder vielleicht auch mal, naja, anfangen. Den deutschen Release meide ich ja tatsächlich eben unter anderem wegen Suddenly Vornamen und oh, ich verstehe immer noch nicht, wie so eine Coverarbeit abgeliefert werden konnte. Weißt du, Alice in Borderland hat so gefühlt in jedem Land richtig geile Cover, sei es nun Spanien, Amerika oder sonst was. Und dann hat man sowas wie im Deutschen bei Hayabusa, und ich weiß, das klingt jetzt fies, ja, aber für mich hat das deutsche Alice in Borderland Cover Design etwas von, ja, hat man mal eben 5 Minuten in GIMP erstellt. Und ich habe mich in GIMP inzwischen so weit reingearbeitet, ich glaube, ich könnte die Cover tatsächlich so einigermaßen nachmachen. Also, ja, deutsche Cover, nein danke. Und vor allem bei Hayabusa, die konnten teilweise so geile Cover gestalten, und dann macht's uns sowas. Hi, kleiner Nachtrag noch von dem Q&A, weil tatsächlich gestern, als ich das Q&A abgedreht habe, kam tatsächlich noch ein Kommentar von der guten Edhanna Lila Blume, die tatsächlich sehr, sehr oft schon bei mir kommentiert hat und halt auch tatsächlich einige Fragen rausgehauen hat, und ich hätte mich jetzt, um ehrlich zu sein, ein wenig schlecht gefühlt, wenn ich das dann jetzt nicht doch noch schnell mit reingepackt hätte. Deswegen nicht wundern, warum Bart nicht mehr so voluminös ist und anderes Shirt und Haare und ähnliches, ne? Ja, sind gut 10 Stunden vergangen. Aber ja. Anna Lila Blume fragt als erste Frage: Was ist dein Lieblings-Manga-Verlag in Deutschland und warum? Standpunkt jetzt habe ich halt keinen. Ich hatte es ja in einer vorherigen Frage schon so ein bisschen mit dem, was mich halt einfach bei vielen Verlagen stört, mit dass Manga für viele einfach nicht mehr wie Kunst gehandhabt wird. Und für mich ist es auch immer schwierig zu sagen, ja, das und das ist mein Lieblingsverlag, weil letzten Endes mir ist es weitestgehend egal, wo ein Manga erscheint, solange ich mit der Qualität, die dieser Verlag bei dem Release abliefert, zufrieden bin. Ich finde, jeder Verlag hat seine Stärken und Schwächen. Natürlich habe ich einen gewissen Softspot für zum Beispiel Dokiko, weil ich mit dem Betreiber befreundet bin, und eben auch für Manlin habe ich einen gewissen Softspot irgendwo. Manga Cult war früher, würde ich sagen, tatsächlich mein Lieblingsverlag, einfach weil Großformat fand ich damals richtig geil, und ich finde es eigentlich immer noch sehr, sehr geil. Nur gerade jetzt auch in Zeiten der ständigen Preiserhöhungen ähnliches sehe ich eben langsam dieses Corporate Identity Gedöns, dass, oh, unser USP ist, wir releasen alles in Großformat und machen es dadurch unnötig teuer, schwierig. Denn ja, zum Beispiel Shikimori, was ich ja erst letztlich besprochen habe,
der wäre es mir als Taschenbuch ins 2-in-1 vielleicht ist wert gewesen, aber eben nicht als Einzelbandfassung im Großformat für 9 Euro. Deswegen, ja, jeder Verlag hat seine Stärken und Schwächen und mir geht es wirklich nicht um einen Lieblingsverlag. Fühlt sich irgendwie immer seltsam an zu sagen, ja, das und das ist mein Lieblingsverlag. Solange das Produkt stimmt, ist mir eigentlich wirklich Schnuppe, wo ein Titel erscheint. Und dann zweitens, was war dein erster Manga, den du gelesen hast und wie stehst du heute zu dem Werk? Erster Manga war halt Naruto, also zumindest das war der erste Manga, den ich damals gekauft habe. Ich liebe Naruto auch heutzutage noch. Ein paar andere Manga aus dieser Zeit waren Soul Eater, weil ich den Anime gesehen habe. Soul Eater immer noch absolut Liebe pur, auch wenn ich immer noch das Ende hasse wie sonst was, weil es so, ja, kurz vorm Finale, es wird so ein finaler Arc angeteasert, der nie umgesetzt wird. Ansonsten Chiki Vampire und Ion waren auch noch relativ früh mit in meiner Sammlung. Chiki Vampire habe ich tatsächlich nicht fertig gelesen, muss ich mal machen, es steht auf meiner Liste und dann werde ich das hier auch besprechen, ganz klar. Ion, auch heutzutage noch, ich glaube, wenn ich es heutzutage nochmal lesen würde, würde ich es nicht so geil finden wie früher, aber ich habe dadurch halt jetzt auch so ein gewisse, ja, Nostalgie für das Werk. Gleiches gilt für Magico zum Beispiel, falls sich einer noch an das Werk damals beim Kase Verlag erinnert. Dann gab es schon mal eine sehr gehypte Reihe, mit der du gar nichts anfangen konntest. Ja, nahezu jede hochgehypte Reihe verstehe ich irgendwo absolut nicht, warum sie so hochgehypt wird. Demon Slayer zum Beispiel habe ich erst beim dritten Anlauf, als ich mich wirklich mal von diesem Hype um dieses Franchise herum lösen konnte, erst dann anfangen können zu genießen. Inzwischen macht mir die Reihe sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn ich sagen muss, sie ist halt kein Meisterwerk, nein. Allerdings bevorzuge ich wirklich den Manga über den Anime, einfach weil ich den Manga-Art-Stil sehr, sehr feiere. Und ansonsten aktuellstes Beispiel, ganz klar, ohne Frage, Jujutsu Kaisen. Ich weiß, ich hatte damals beim Ersteindruck das Werk gelobt und es hat mir früher auch wirklich Laune gemacht. Nur als jemand, der auf dem japanischen Stand ist, kann ich sagen, das Werk wird fürchterlich. Weil es einfach, es hat so ein Power-System, wo du gefühlt für studiert haben musst, um es zu verstehen. Also ich bin seit Kapitel 1 dabei und ich habe keine Ahnung, wie da was funktioniert. Weil alles unnötig erklärt wird, dazu so viele Charaktere, dass ich blick da tatsächlich echt nicht mehr durch. Und ich glaube, es ist auch ein Manga, der mehr Sinn macht zu bingen. Und ja, also Jujutsu Kaisen, absolut nicht mein Ding. Also wirklich, macht mich persönlich auch irgendwo traurig, was eigentlich sehr, sehr gut angefangen hat. Dann die Frage fand ich sehr interessant. Wie hat alles mit dem Kanal begonnen? Ach ja, das waren schöne Zeiten. Eigentlich nicht. Ich hatte nämlich ursprünglich einen anderen Kanal mit einem Freund zusammen. Nerdtropolis hatten wir den, glaube ich, genannt. Da war auch ein Video von mir da drauf. Und zwar eine Horimiya-Manga-Review. Zu der Zeit war Horimiya nicht mehr fertig. Also da hatte ich, das war halt wirklich noch Anfangsschule. Das waren 6 Jahre oder so. Nee. Oh Gott, wie lange mache ich YouTube jetzt? Auf jeden Fall viel zu lang. Ich bin de facto ein Urgestein in der aktuellen Manga-Rezensionsszene auf YouTube. Also ich bin einer der wenigen, die es halt über die Jahre hinweg weiterhin so durchgezogen haben und es wahrscheinlich auch weiterhin durchziehen werden, weil es mir halt richtig Laune machen wird. Auf jeden Fall hatten wir halt ursprünglich einen gemeinsamen Kanal, weil wir gedacht haben, boah, ey, geil, dann können wir es so gegenseitig den Kanal bespielen. Ja, macht niemals einen Kanal mit wem anders zusammen. Ganz ehrlich, ich habe mich dann relativ schnell mit ihm zerstritten, weil er auch der Auffassung war, er schafft das Ganze nicht mit den Videos immer zusammenschneiden, was zu dem damaligen Zeitpunkt absolut schwachsinnig war, wie ich empfinde. Da, ja, die Videos damals einfach nur 2 Clips aneinander packen und dann fertig waren. Weil ich zumaßen zu dem damaligen Zeitpunkt keine Ahnung hatte, wie man Videos schneidet. Das habe ich mir dann relativ schnell selbst beigebracht und ja, man hat sich dann zerstritten. Dann hatte er auch ein Video, was wir eigentlich gemeinsam produziert haben, auf seinem privaten Kanal hochgeladen. Das gab dann auch nochmal riesen Stress und ich bin die Art Mensch, wenn mir jemand ans Bein pisst, dann will ich es einer Person erst recht zeigen. Dementsprechend habe ich dann gedacht, nee, ganz ehrlich, scheiß drauf, jetzt mache ich meinen eigenen Kanal. Und ja, 6, 7 Jahre oder wie auch immer später, hi. War es denn so schon immer ein Grund zum Nichtkauf, auch wenn die Reihe sonst gut war? Ja.
Also vielleicht ganz, ganz, ganz früher vielleicht noch nicht so extrem bei mir. Allerdings umso mehr und mehr ich eben das Medium Manga geliebt habe, ja, auf jeden Fall ja. Zensur ist für mich die größte Sünde, die man als Verlag begehen kann. Denn ich finde, keiner hat das Recht, ein Werk zu mutwillig zu verändern. Und bitte kommt mir jetzt nicht mit, aber wenn das Gesetz es nicht anders hergibt, genug Zensurbeispiele der letzten Jahre lassen sich mit Gegenbeispielen zeigen, dass sie durchaus hätten durchkommen können. Bestes Beispiel Infection vom Egmont Verlag, womit damals die große Zensurdebatte auf meinem Kanal, glaube ich, auch angefangen hatte. Und ich auch Jahre später immer noch derselben Ansicht bin. Ja, Infection wurden halt Loli-Inhalte gestrichen. Ich will jetzt hier nicht Loli-Inhalte glorifizieren oder sonstiges. Und wahrscheinlich halt auch, weil ich glaube, die Loli war halt in einem sexuellen Kontext vermeintlich mit dem Bruder. Das hat Egmont als zu schwierig angesehen. Und das, ich sage genau das gleiche wie vor, keine Ahnung, 5 Jahren. Das ist schwachsinnig nach deutschem Gesetz, weil ein Tokyopop-Verlag hatte schon Jahre zuvor Love Trouble veröffentlicht oder To Love Ru, wie es im Original heißt. Auch der Anime ist im deutschen Raum erschienen. Unzensiert. Der Manga, unzensiert. Wir haben auch Love Trouble Darkness, das Sequel, unzensiert. Und auch da gibt es tatsächlich sogar mehrere Lolitas. Eine davon, die kleine Schwester vom Hauptcharakter, die auch hier durchaus in sexuellen Kontext gesetzt wird. Und ja, da gab es nie Probleme, weder beim Anime noch eben beim Manga. Und ich weiß, was Verlage gerne sagen. Ja, man muss aber bei jedem Werk genau drauf schauen. Man kann sowas ja nicht verallgemeinern. Jein, man kann ist vielleicht nicht verallgemeinern, man muss durchaus auf jedem Werk mal genau hinschauen. Allerdings gilt bei sowas so ein ähnliches, für mich so ein bisschen dasselbe Prinzip wie im deutschen Rechtssystem, Präzedenzfälle. Und für mich ist halt ein Werk wie Love Trouble, was deutlich extremer ist als ein Infection. Und ich kenne das rausgeschnittene Kapitel. Das ist nicht auf einem Love Trouble-Niveau gewesen. Bloß wegen einem Ständerwitz. Und ähnlichem. Und wenn halt ein Werk wie ein Love Trouble, was einfach deutlich extremer ist und ich sowas eben beurteilen kann mit, ich will jetzt nicht flexen oder so, aber dass ich viel Leseerfahrung habe nach all den Jahren, dürfte jedem bewusst sein. Und für mich ist das dann eben eine Art Präzedenzfall. Wenn Love Trouble geht, muss eine Infection auch durchgehen. Gleiches Spiel war mit Stravaganza. Ich habe es gelesen, dass rausgeschnittene Kapitel auch hier wieder einfach nur übertrieben, was da als zu problematisch angesehen wird. Und wie gesagt, wenn ein Love Trouble schon vor 10 Jahren ohne Probleme rausgekommen ist, wo man halt auch sagen muss, über die Jahre hinweg sind Gesetze ja auch entspannter geworden, dann dürfte sowas eben auch nicht der Fall sein. Und wenn ich mitkriege, ein Werk ist zensiert, dann suche ich mir Alternativen. Ich meine, ich spreche die englische Sprache, das ist ein großer Pluspunkt. Und ich lerne inzwischen auch die spanische Sprache. Und Spanien kriegt auch viel abgefucktes Zeug komplett unzensiert. Also, ja, nur Französisch bringt einem nicht weit, weil die Franzosen auch irgendwie einen seltsamen Zensurfetisch teilweise haben. Dann die sechste Frage: Wie stehst du heute zu deinen alten Videos? Ich kann sie mir beim besten Willen nicht anschauen. Also alle Videos, die älter sind als 2 Jahre, kann ich mir im Schnitt nicht anschauen, weil ich eben selber merke, wie viel besser ich geworden bin im Rüberbringen meiner Meinung. Die ganz, ganz frühen Videos hatten auch noch Skripts, die ich abgelesen habe. Das, nein. Und auch mein Sprachfluss und meine Art, Sachen rüberzubringen, sind besser geworden. Und ich habe durchaus auch vor, einige der alten Rezensionen doch mal neu zu drehen, um es auf meinen heutigen Qualitätsstandard zu bringen. Weil ja, ich bin besser geworden im Sprechen. Und ich würde sogar jedem empfehlen, hey, ganz ehrlich, fangt mit YouTube an, wenn ihr Probleme habt, euch auszudrücken. Ich meine, ich bin immer noch jemand, der nicht unbedingt immer die beste Wortwahl findet. Ich bin ein sehr schroffer Mensch, was meine Wortwahl teilweise angeht, ja. Allerdings einfach dieser Sprechfluss ist so viel besser geworden, wie ich finde. Natürlich immer noch nicht perfekt, da geht immer noch mehr. Aber ja.
Bei alten Videos, nein, schaut sie besser nicht an. Ich meine, doch, schaut sie gerne an, aber seid gewarnt halt. Dann, was hat sich deiner Meinung nach in den letzten Jahren alles in Verlag-Manga-Szene verändert? Schwierig. Zum einen, dass eben Influencer immer mehr und mehr eine Art Promi-Status in der Szene erhalten haben, was mich ankotzt. Und sich eben dadurch auch immer mehr und mehr Leute so ein wenig was einbilden auf ihre Reichweite. Ich will nicht alle über einen Kamm stellen, um Gottes Willen. Ich kenne genug Leute, die eben nicht so sind. Es ist jedoch einfach nicht zu bestreiten, dass es eben genug Leute gibt, die wirklich wie Rockstars in der Szene behandelt werden, gefühlt. Zumindest in der Internetkultur. In der Offline-Kultur ist das halt Ganze dann auch nochmal etwas anders, weil die Internet-Manga-Szene entspricht nicht zwingend der kompletten Manga-Szene im deutschen Raum. Und ich finde es auch ein wenig bedenklich, wie viel die Verlage inzwischen auf Influencer-Marketing auch setzen. Siehe die ganzen Pressekits, wo Zeug reingepackt wird, wo man sich eben, finde ich, als Käufer, als reiner Käufer, nur noch verarscht vorkommen. Ich habe nichts gegen Rezensionsexemplare, ich habe aber eindeutig was gegen diese enorm übertriebenen Presse-Kits, weil das ist einfach den Käufern, die eigentlich eben das Wichtigste sein sollten für einen Verlag, einfach nicht fair. Also, sorry, wenn ich da zum Beispiel Dandadan von Crunchyroll, wenn ich sehe, was das, diesen Dandadan-Koffer, wo ich zumindest auch sagen muss, boah ey, der ist richtig geil. Dafür würde ich selber auch Geld zahlen. Und genau das schickt man dann Influencern, die das einmal in die Kamera eben halten, schönen Unboxing dazu drehen, ein paar tausend Aufrufe vielleicht haben und dann, ja, dann war's das, ne? Und man selber als Käufer sieht halt ein bisschen blöd dann in die Wäsche. Zumindest dann ist vielleicht insofern ein schlechtes Beispiel, weil, ja, ich sammle die Reihe auf Englisch, weil meine Ansicht zu Crunchyroll ist weitestgehend bekannt, würde ich mal behaupten. Dann hast du schon mal ein Werk wegen dem Autor abgebrochen? Nein. Nein. Es ist nur so, dass wenn ich eben... Es gibt halt zwei Autoren für mich, die insofern ein wenig ja, problematisch sind, auch heutzutage. Zum einen Please Tell Me Galkuchan, der Autor, wurde auch hier... Das sind halt beides Fälle von Kinderpornografie, zumaßen, also wegen Kinderpornografie verhaftet, weil er sich alte FKK-Magazine aus DDR-Zeiten importiert hat, wo halt eben auch nackte Kinder drin zu sehen waren, was halt als Kinderpornografie zu sehen, anzusehen war. Und er auch gestanden hat, meines Wissens nach, dass er sich eben genau dafür diese Dinge importiert hat. Und natürlich hat das einen sehr, sehr ekelhaften Beigeschmack. Jedoch habe ich Please Tell Me Galkuchan immer noch in meiner Sammlung. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für alle Werke von Nobuhiro Watsuki, dem Mangaka hinter Kenshin. Für mich steht halt nur fest, wenn so ein Mangaka zukünftig nochmal ein Werk publiziert, werde ich es wahrscheinlich eben nicht neu kaufen, sondern immer gebraucht. Dass eben kein Cent von mir an diesen Mangaka geht. Ich finde es ja tatsächlich eh schon ein wenig schwierig, wie zum Beispiel bei Kenshin inzwischen es keinen mehr juckt, was der Mangaka eigentlich gemacht hat. Das Kenshin läuft unter anderem bei Crunchyroll meines Wissens nach im Simulcast. Es wird nicht groß beworben, trotzdem ja, das Drumherum wird gar nicht mehr so thematisiert. Hauptsache, das ist ein geiles Werk und versteht mich nicht, weil Kenshin ist um Gottes Willen ein sehr, sehr solider Shonen-Jump-Titel und das ist auch kein Werk, dessen Einfluss du rückwirkend löschen kannst aus der Szene. Trotzdem schwierig. Ich meine, wenn Nobuhiro Watsuki in, keine Ahnung, ein paar Jahren mal tot ist, weil er ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, irgendwas mit Mitte 50 war er, meine ich. Ich weiß es gerade nicht genau. Danach ist es dann eh alles scheißegal für mich. Also spätestens, wenn ein Autor halt stirbt, ist das Werk eh komplett. Man unterstützt ihn in keinster Weise da mehr, egal ob man es nur neu oder gebraucht kauft. Und ich würde tatsächlich auch jedem eben raten, auch Verlagen mit sowas, wenn sie sagen, ja, der Mangaka ist zwar problematisch, aber wir wollen das Werk haben, was zumaßen die wenigsten Verlage machen, weil sie sich halt
dem Shitstorm bewusst sind, der dann auf sie zukäme, dann halt bitte warten, bis der Mangaka in ein paar Jahren vielleicht mal tot ist. So makaber das vielleicht auch klingen mag. Und gleichzeitig bitte macht nicht eins auf, hier Ultraverse mit oh, dem Ukraine-Konflikt und ja, wir brechen jetzt Ride on King ab, weil der Hauptcharakter aussieht wie Putin. Das. Nein. Dann, was ist dein Lieblingsgenre? Hab per se keins. Also ich mag halt Fantasy gern. Hatte ich in der vorherigen Frage schon beantwortet, aber so. Das Lieblingsgenre habe ich nicht. Ich lese jedes Genre. Punkt. Und je nach Stimmunglage lese ich mal das eine mehr als das andere. Fantasy ist zwar weitestgehend immer sehr weit oben mit dabei, auf jeden Fall, aber ist es mein Lieblingsgenre? Schwierig. Und dann, was alles einen guten Manga aus, also wahrscheinlich soll es heißen, was macht alles einen guten Manga aus? Sehr, sehr gutes Pacing. Also Pacing ist das A und O für mich. Das kann für mich einen Manga komplett zerstören, wenn ich merke, dass das Pacing für einen Arsch ist. Das ist der Grund, warum ich mit Death Note beim besten Willen nicht warm werde, weil das Pacing komplett scheiße ist, weil auch hier die zweite Sache, was einen Manga gut macht, Show, Don't Tell. Wenn du etwas rein durchs Zeigen erklären kannst in einem Manga, dann erkläre es durch Zeigen. Wenn du für deinen Plot ellenlange Seiten brauchst, um es zu erklären, in Textform, dann bist du nicht der Beste darin, Geschichten in Form von Manga zu erzählen, in meinen Augen. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel mit Hunter x Hunter nicht warm werde, wenn ich mir die neuesten Kapitel ansehe und dort teilweise Seiten mehr einer Romanseite ähneln als einer Manga-Seite, dann sorry, dann soll man einfach aus Hunter x Hunter ein freaking Light Novel machen und eben kein Manga. Natürlich gibt es gewisse Sachen, die muss man dann auch mal erklären, da ist dann auch mehr Text nötig. Siehe zum Beispiel ein Blue Period. Das kannst du halt nicht anders. Allerdings gibt es für mich eben genug Beispiele, wo Mangaka unnötig ins Detail gehen und einfach keinen guten Lesefluss erschaffen, dadurch, dass sie der Auffassung sind, hey, ich muss das jetzt alles klipp und klar erklären. Zum bestes Gegenbeispiel ist nämlich Tatsuki Fujimoto. Warum ist Fujimoto mit Chainsaw Man und allem drum und dran so beliebt? Weil er eben es begriffen hat. Seine Manga lesen sich wie Filme. Denn für mich sind Filme und Manga sehr ähnlich verknüpft. Ich finde, für beides gilt eben dieselbe Regelung. Wenn du etwas zeigen kannst, dann zeig es auch. Und bespreche es nicht. Und selbst wenn dann vielleicht Sachen eher vage gehalten werden, und siehe Chainsaw Man, wie viele Sachen sind da bitte schön vage? Wie viele Leute haben trotzdem Spaß an Chainsaw Man? Oder eben gerade deswegen. Das Pacing ist einfach geil! Und das beste Beispiel dafür ist auch der Manga Gon, den ich auf diesem Kanal auch schon mal vorgestellt habe. Das ist ein Manga, der kein einziges Wort benötigt. Es sind die Abenteuer von einem kleinen Dino in der prähistorischen Zeit und es wird zu keiner Zeit ein Wort verwendet. Ich habe die spanische, ich hatte die italienische Ausgabe, genau, von J-Pop. Ich habe es halt komplett gelesen. Ich spreche kein Italienisch, ne? Klar, weil es ist kein Wort in dem Manga, außer die Bezeichnungen der Dinos zwischen den Kapiteln Yamai. Es ist dann auch egal, so gesehen. Aber ja, das sind so für mich die zwei größten Punkte und vielleicht auch ein relativ okayes Artwork. Ich brauche kein Meister-Artwork. Zum Beispiel Ranking of Kings ist ja auch so ein Ding, wo viele sagen würden, schwieriges Artwork. Ich mag es aber tatsächlich, weil ich das Artwork sehr charmant finde. Weil das ist auch nochmal so die Sache. Für mich muss ein Artwork nicht super realitätsgetreu sein oder ähnlich, sondern charmant und etwas Eigenes haben. Das ist ja zum Beispiel der Grund, warum ich mit Shoujo-Manga nicht mehr so warm werde, weil für mich Shoujo-Artwork oft so ähnlich aussieht. Wenn ich hier an das Hanato Yume-Magazin zum Beispiel denke, da sieht so vieles so ähnlich aus. Und wenn man das mit der Jump zum Beispiel vergleicht, wo durchaus gewisse Charakteristiken auch hier, klar, ähnlich sind, muss man aber trotzdem sagen, dass rein vom Art-Stil her viel mehr Variation geboten wird. Was ja auch der Grund ist, warum ich eher einem Shonen-Segment zugeneigt bin als einem Shoujo-Segment. Aber ja, so viel für diese, oh, doch nochmal 20 Minuten. Ups. Ja, ich gebe wieder ab an den Vergangenheits-Alex. Ciao. Aber ja. Da, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Und ja,
danke fürs Zusehen. Bis in, keine Ahnung, ein paar Monaten, wenn das nächste Q&A oder so gemacht wird, wenn ich mal wieder Lust drauf habe.